Hol Auto raus, vier Sutzer. Ich hab kein Auto hier. Meine Autos stehen vor der Tür. Hab ich doch gerade dem gesagt. Dann los, vor die Tor. Okay, aber laufen. Schneller, schneller, schneller! Ich wollte gerade sagen, wieso gehen wir die ganze Zeit? Wir brauchen Decknamen. Ich heiße Khalid John. Was? Ich John Shelby. Khalid John. Nein, Lee Christmas, du heißt aber heute Opfer? Nein, John Shelby. Oh, du heißt Opfer, sonst bist du raus. Hast du immer deinen Hut an? Oh. Mein Auto wird abgestellt. Du hast mich ist das Duanga? Ja, wir brauchen ein Auto. Hermano. Ja? Sind Sie Mr. Duanga? Ja? Buenos dias. Buenos, andras auch? Ich habe eine Frage an Sie. Könnten wir unter vier Augen sprechen? Ich habe vor denen nichts zu verheimlichen. Sag. Ich schon, das ist das Problem. Vielen Dank. Ich habe eine Frage. Das BD meinte, oder Soy Officer meinte, dass ich mich dann Sie wenden sollte. Und zwar das Gali-Kartell, Sie. Ja. Hermano, bitte, wir sind gerade schon weiß mit zur Seite gegangen. Ich bitte Sie. Ja, auf keinen Fall. Doch, Sie stehen doch da. Alles gut, ich bin nicht da. Rede einfach. Auf keinen Fall. Okay. Das Gali-Kartell. Ich habe gestern mitbekommen, dass ihr eine Schießerei hattet. Und ich glaub, Duanga, wie die folgendes, das Gali-Kartell hat mir meine ganze Familie genommen. Die ganze Garcia-Familie habe sie ausgerottet. Welche Garcia? Ich bin Garcia. Mein Name ist John Juan Garcia. Okay. Und da wollte ich fragen, was sie denn gedenken, um dieses Gali-Kartell aufzuhalten als BD. Ja? Meine ganze Familie ist gestorben. Haben Sie dafür irgendwelche Beweise, Bilder? Wie soll ich... die sind nicht mehr da. Wolltest du das jetzt alleine besprechen, weil du dich geschämt hast, dass sie das getan haben, oder? Weil der Herr hier vom BD ist und mir von zwei Offizieren gesagt wurde, dass ich mich an ihn wenden soll. Achso. John Carson, und wo bist du, sie oder? Sie sind nicht vom BD. Ich kenne sie nicht, sie haben eine Maske auf sich. Herr Weise, dankeschön. Wie bitte? Aktiver Jamie, dankeschön. Okay. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um nicht nur das Kaki-Kartell aufzuhalten, sondern die anderen Familien hier auch. Diejenigen, die für Unrecht und Unordnung bringen, sorgen, die werden wir aufhalten und gerade machen. Und wenn sie es nicht tun, wenn sie nicht hören wollen, müssen sie im Knast darüber nachdenken. Wir werden natürlich alles nur tun im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das heißt, wir dürfen keine Gesetze brechen, weil das geht gar nicht. Sonst können wir auch Knast gehen und ich habe keine Lust auf Knast. Und dann muss jemand kommen, ein Officer, und dann sagt, ich muss Ihnen die Rechte vorlesen und dann so. Sie haben das Recht zu schweigen, sagen kann und wirklich für den Gegner werden. Sie haben das sich in Beistand, sollten sich keinen leisten können, so wird ja noch keiner vom Staat gestellt. Befindet sich kein Richter im Staat, so übernimmt das LSPD die Judikative, haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja, und dann muss ich mir das anhören. Was? Ich habe das gesagt gerade. Ich habe meine Stimme verstellt. Sie haben aber eine sehr feminine Stimme. Natürlich. Okay, also ich kann so sagen. Wenn du natürlich Informationen hast und uns helfen willst, dann kannst du gerne Informationen sammeln und ein bisschen nachdenken, dich unter die Leute mischen. Ein bisschen unter ich habe Informationen, deswegen möchte ich mit Ihnen alleine sprechen. Hier steht die PD-01. Hier steht John Barry. Hinter dir steht Officer Offa und links daneben Strohhut. Es aber könnte dieser Barry sich vielleicht entmaskieren? Natürlich nicht. Achso, wir sind Agents, damit wir unser Gesicht zeigen. Richtig. Ich verstehe. Aha. Das ist Agent 21. Ich verstehe. Verdeckte Ermittlungen und so. Hm? Chris Calto Johnson ist das. Aha. Also dann los, schieß los. Okay. Ihr hattet eine Schießerei bei den Rough Riders, Sie? Ja. Sie. Nun, die Rough Riders, ich bin da vorbeigefahren, hab diese Schießerei gesehen, Sie? Und danach wurde ich von der Rough Riders als Geisel genommen für einen Staatsbankraub. Ich habe mich mit einem von ihnen, sein Name war Suarez, glaube ich, angefreundet, mehr oder weniger. Ja. Und dieser Suarez hat mir gesagt, Herr Frost, kommen Sie kurz, dass sie verraten wurde. Von wem? Das weiß keiner. Dass sie verraten wurde im Sinne von, dass sie auf das Anwesen von den Riders gelockt wurden, um dort gegen das Gali-Kartell zu schießen. Und dass die Riders jetzt sauer auf sie sind, weil sie denken, dass sie verraten haben, sie? Verstehen Sie, was ich meine? Verhörung. Das heißt, die denken gegenseitig, dass sie sich verraten haben? No. Sie denken, dass sie verraten haben. Ich? Das PD, nicht sie. Ja, bitte? Das PD? Na, sie. Dass sie gegeneinander aufwickeln wollen, sie. Mein Name? Den habe ich Ihnen doch schon vorhin gesagt. Verstehen Sie, was ich meine? Strobo, hast du das verstanden? Das leid. Negativ, Sir. Sie haben mich leid. Habt ihr das verstanden? Negativ, ja. Ich hab nichts verstanden. Das ist schade. Offa, haben Sie das verstanden? Negativ. Ich? Ja. Hier rechts neben mir? Also nicht direkt am Anwesen, sondern ich war auf dem Berg ein bisschen rumfahren. Dann war ich oben am Aufsichtspunkt. Also war das jetzt so unverständlich erklärt? Versuch mir noch mal einmal einen Kursform zu machen. Ich hab kurz nicht aufgepasst. Was war? Ich auch nicht. Okay. Die Rough Riders denken,
dass Sie sie ans Kalikartell verraten haben. Aha, ich verstehe. Verstehen Sie, was ich meine? Und das ist das Problem, dass diese, die waren sehr sauer. Hm? Ich war gestern bei denen, 50 Leute oder so waren das mindestens. Okay, nicht 50, aber 30, 25 oder so. Hm? Und die haben sehr aufgebracht gewirkt, wenn man das so sagen kann. Hm? Wer waren jetzt 25 Leute? Kali oder wie war das? Ich habe keine Ahnung, ich habe Kali gestern nur bei der Sisserei gesehen. Keine Ahnung, wie viele das waren. Sie haben doch gerade 25 bis 30 Leute gesagt, von welcher Partei. Ja, Sisi, von der Raffarei das. Ah, okay. Okay. Ja. Sisi. Das heißt... Meine Nummer ist 3 mal die 9. 3 mal Wenn die du Informationen hast, schreib sie mir per SMS. Aha. Wir haben jetzt eine Ermittlung. Okay. Schreib mir so viele Informationen, wie du bekommen kannst. Aha. Wo ist das Auto? Ja, wir haben leider kein Fahrzeug. Lange, vergiss nicht, er könnte auch ein Doppelagent sein. Mein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Ja, das stimmt. Vorsichtig sein, ne? Der eine von ihm, der mit ihm mitgekommen ist, war die ganze Zeit bei den Kalis, als wir dich gesucht haben. Welcher? Der andere, der mit ihm gerade hier war. Mit dem beigen Mantel. Ja, er stand die ganze Zeit bei den Kalis. Okay, dann habe ich gleich eine Idee. Kannst du ein Auto auspacken, Duange? Nein, wir müssen den irgendwie entfahren. Frost, haben Sie ein Auto für uns, ein Privatauto? Was für ein Privatauto? Womit man fahren kann. Psst. Ah, schon gut, wir haben eins. Nee, das ist mein Auto. Ja, okay, danke Frost, ich liebe Sie so viel. Na, durchsetzen kannst du dich also ich auch. Ich liebe sie auch. Wir müssen den entfuhren, den mit der... Der Unterschied, Fuchs, zwischen uns beiden ist, du bist Hechtel und ich bin... Das ist einfach Tom Fuchs, das ist unglaublich. Ich will, dass ihr ihn entfuhrt. Ja. Dieser Fanboy von den Kalis? Wen? Fuchs. Fuchs, wir entführen ihn zusammen, oder? Ja. Wir warten, bis er losfährt. Warte. Hätte ich den mal direkt rausgeschmissen. Sagen Sie nicht, dass ich am Telefon bin. Ja. Wir haben Informationen, dass... wie heißt der Arschluck nochmal? Die alte 01. Tom Fuchs bei den Kakis war... Und bei den Rough Riders damit was zu tun hat. Am besten geht ihr alle rein und sagt ihnen, er soll gehen. Wir müssen ihn hinterherfahren und ihn anhalten. Okay, mach ich. Okay, tschüss. Okay. Ihr steigt gleich aus. Ich bin der Fahrer. Ihr sagt meinen Namen nicht. Mein Name ist... Opfer. Jetzt bist du tot. Nein. Bitte. Hörst du? Hast du eine Pistole für mich? Ich brauch Waffen. Scheiße, ihr habt noch gar nichts. Nein. Okay, doch. Wir rüsten uns danach aus. Wir entfuhren ihn, nehmen ihn mit. Du musst ihn nur in die Business-App packen. Hat einer von euch eine Waffe, damit wir ihn bedrohen? Ich hab eine. Okay. Ich kann ihn nicht in die Business-App aber machen. Leben. Doch, so wie du mich in die Business-App gepackt hast. Stimmt. Wie geht das noch? Und dann musst du mir noch 11 geben, weil sonst hat man auf diesen Waffenschrank keinen Zugriff. Das darfst du auch nicht. Das hat nur der Einzige, der das hat, ist Abu Malik. Ach so. Die Frage ist jetzt, ja, du musst ihn mit ihm immer. Ach so. Ja, niemals gebe ich ihn 11. Kann ich nicht, darf ich nicht. Habe ich schon gesagt, für die eine. Wie soll ich mich nennen, Chat? Wie soll der Geheimname von Duanga werden? Sir, haben Sie was dagegen, wenn ich meine Kinder von der Schule abhole? Die haben mich gerade angerufen von Los Santos School. Ja, machen Sie, steigen Sie aus. Wo treffen wir uns denn später? Sind Sie heute Abend da? Ich rufe heute Abend Christmas hier oder den anderen. Warten Sie, schreiben Sie mit, ich gebe Ihnen meine Nummer. Scheiße, Mann, ich nenne dich jetzt nur noch Floyd, okay? Sind Sie soweit? Ja, dich. Wen meinen Sie denn, Sir? Ja, du sollst die Nummer mitschreiben, die ich dir jetzt gebe, dass du mich später anrufen kannst, wenn du aufwachst wieder. Ah, okay. Einen Moment, ich muss... Mein Name ist Coco. Ihr nennt mich nur noch Coco, wenn wir verdeckt ermitteln. Hallo, okay, Frost. Okay. Coco. 636. 636, ja. 163. Dort sein. 163. Er ist nicht draußen, er ist irgendwo rein. Wie soll ich sie am besten abspeichern? Ja, ich komme sofort. Ja, immer. Die Christmas. Dann mach ich einfach nur Christmas, ja? Ja. Nein, er heißt Offer. Diesen Namen Christmas will ich nicht mehr hören, das heißt nur noch Offer. Ey, guck mal, da. Wenn ich das höre, ist das ein Dienstvergehen und ihr werdet suspendiert. Ja, guck mal, links vor uns das Auto an der Straße, das war der mit dem bischen Oberteil, Donker. Der ist da noch im PD am Warten, Geben Sie ein Hausverbot, sagen Sie, er soll das Gelände verlassen. Ich glaube, er geht gleich raus. Warten Sie noch ein, zwei Minuten. Wer da aus? Der fällt. Wer war das denn, Offer? Das war der, der uns die ganze Zeit am Kalianwesen und so beobachtet hat, das ist gerade weggefahren. Wir wollen doch Fuchs. Wir wollen Fuchs, ja, vielleicht kommen wir mit über ihn andere Sachen ran. Egal. Okay, dann steige ich am besten aus, dass Sie den dann mitnehmen können, ja? Natürlich. Bis später. Bis später, Strohhut. Viel Erfolg. Herr Coco, passen Sie auf sich auf, ja? Gleichfalls. Adios. Da ist er. Was soll das, Dunga? Wieso machst du aber so mit mir immer? Halt deine Fresse, du Affe. Da vorne am Eingang ist der. Ja, wir haben ihn gesehen. Renn. Ja? Haben wir einen Funk? Noch nicht. Kümmern wir uns nach, Tom. Okay, es geht los. Okay. Willst du den ganz normal anhalten oder Reifenplatz schießen? Sofort Reifenplatz schießen, Kollege. Okay. Warte.
Hast du eine Kampfpistole? Gib die. E36M3 dann? Gib die, Floyd, wenn du eine Kampfpistole hast. Am besten steigt die aus und nimm den mit, oder nicht? Nein, nein, er fährt gleich weg, dann fahren wir hinterher und nehmen ihn hops. Fahr langsam. Ruhig. Okay, auf Reifen schießen. Hab einen, glaube ich. Sofort stehen bleiben. Aussteigen oder du bist tot. Aussteigen oder ich bin tot? Richtig. Nach dem Unfall wäre ich wahrscheinlich gleich auch sowieso tot, deswegen. Gut. Einsteigen! Einheiten. Das hört sich ehrlich gesagt gerade wie an wie jemand, der sehr unerfolgreich ist, in dem was er tut. Halt ein und halt deine Fresse. Naja, vielleicht hast du dann natürlich irgendwie Möglichkeit. Ich leg dir erst Fesseln an. Hallo, Fuchs. Ja, überraschen. Wie geht's, Conny? Das erzähl ich dir nicht. Und das hat dich auch nicht zu interessieren. Tja, ich hab mit ihr Schluss gemacht. Ja, und deswegen erzähl ich dir auch nicht, wie es ihr geht. Sie wird einen besseren finden als ich, aber hoffentlich... Alles gut. Ich bin mit Frostling Mutter zusammen. Natürlich, also, was hast du bei den Kackis auf die Anwesen gemacht? Sag mir die Wahrheit. Tatsächlich, sag ich dir ehrlich, war ich, seitdem ich das PD verlassen habe, noch nicht einmal auf dem Anwesen. Hör auf rumzulegen. Was willst du eigentlich von mir, du Pappnase? Du hörst dich an wie irgendein Möchtegern-Anführer. Lügen bringt nichts. Wenigstens bin ich nicht so ein Zivilist wie du, der nichts erreicht hat und weiter sein Bestes gibt, ha? Na klar. So. Was machst du jetzt gerade, Fuchs? Jetzt gerade hatte ich ein nettes Gespräch mit einem Polizisten, hab mir danach gedacht, okay, lass ein bisschen rumfahren, ist ja auch gleich, ne, Kaffeepause drum und dran. Fahre ich zum Life Invader, wird eine Werbung schalten. So, auf das wollte ich. Bist du jetzt so? Gangster? Sag mir die Wahrheit, bist du jetzt Gangster? ob ich Gangster bin? Ich würde mich jetzt Gangster bezeichnen. Sehe ich aus wie ein Gangster? Bist du Krimineller? Ja. Du siehst nicht aus wie ein Gangster, aber du wärst gern einer. Natürlich. Du wärst auch so viel, dass du möchtest gern. Weißt du was? Was du ich solltest nicht so viel reden, solange du eine Waffe am Kopf hast, ja? Achso, ich habe eine Waffe am Kopf. Okay. Natürlich. Kommentar dich. So mächtig gefühlt und am Ende kriegen dich irgendwelche Leute so einfach. Mhm. Erinnerst du dich noch, als du sagtest, keiner kann dich bekommen? Hm. Er hat ja sein PD nicht mehr, was hinter ihm steht. Jetzt ist er ganz alleine. Ja, und jetzt bin ich in einem Polizeiauto. Nein. Mit einem Doch, das ist ein Polizeiauto. Natürlich ist das eins. Ja. Was das Schicksal so alles möchte, ha? Huh? Ja. Und was hat das damals zu tun, Fuck? Du weißt, wie ich bin, du kennst mich. Ich war mit deiner Mutter zusammen. Hm. Aber so sehr kann man sich anscheinend darin täuschen, oder? Weil jetzt sitze ich das zweite Mal, obwohl ich nichts gemacht habe. Du hast nichts gemacht? Was? Ja, was habe ich dieses also Mal gemacht? Alles gut, du Anger. Ich bin überhaupt nicht tot. Natürlich nicht. Du solltest lieber sprechen. Du weißt doch die Methoden von... Du Anger. Ja, aber es gibt nichts, was ich euch erzählen soll, hä? Schneller! Ich glaube, du wirst dich bewegen. Schneller. Komm mit in unser Anwesen. Fuchs, setz dich auf die Couch da hinten. Der setzt sich genau auf die Kacke. Ja, genau da bleibst du sitzen. Er soll aufstehen, sofort! Das stinkt ja immer noch. Steh auf. Komm her, leg dich da vorne hin. Hinlegen auf den weißen Teppich. Auf den Teppich? Ja, drauf hinlegen. Okay. Der aussieht, als wäre er noch weiß, genau. Es funktioniert gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. Komm her, ich nehme dir deine Fesseln ab. Okay. Guess, was er dabei hat. Natürlich, immer. Natürlich, ich habe nichts dabei. Deswegen. 5 Seile nehme ich weg. Fox, du bist ekelhaft. Alles gut. Nimm so. Sein Handy und so. Hinlegen, da vorne hin. Hier. Genau so, da. Nein, hin. Hier. Genau da auf dieses dunkle Stück. So, Fuchs. Genau da bleibst du stehen. Also ich soll jetzt... Okay. So. Komm mal kurz mit raus, wir müssen was besprechen. Fuchs, wir kommen sofort. Okay. Ist der ekelhaft. Du willst wegfahren. Nein, wir haben jetzt was anderes zu tun. Mal gucken, wie lange er liegen bleibt. Er ist an sein Handy gegangen, ne? Direkt. Ja, kann er ja. Jetzt zeige ich dir meinen richtigen Geheimauftrag, Leute. Er kann das nicht sehen, verstanden. Ne? Bitte, Lange, bitte. Hä? Lange, was machst du? Auto versteckt. Okay, Floyd, warte. Ich muss dir den Job geben jetzt. Noch nicht gleich, komm. Weißt du noch, wie das geht? Natürlich, schnauzen. Muss Leute auch erst den Geheimausgang finden? Wo ist Leute? Anderte. Ich bin auf in deiner Hand, aber man sieht mich nicht. Ich sehe nichts mehr. Leute, du musst. Warte. Ich sehe auf jeden Fall nichts mehr. Warte, du musst wo bist ihn du? Einmal tasern. Du musst ihn einmal tasern. Ich bin in der Hand von. Jetzt nicht mehr. Das bin ich gewesen. Wo bist du? Schießt du? Wo bist du? Weiter warte. Links. Falsche Seite. Leute, weißt du, wie du. Wenn, noch weiter weißt links. Du, wenn du, Leute, einmal deine Augen auswaschen. Vielleicht. Mal die Schnauze hier.
Hier? Ah. Da. Ja. Sagt halt die Schnauze. Hat's geklappt? Geht das? Ja, es hat geklappt. Ja. Okay, sehr gut. Sag ich doch. Was für und bei dir? Schnauze? Ich helfe dir auch, Christmas. Scheiße, wo sind wir hier gelandet? Komm mit. Wie ist deine Ed? 463. Hast du? Ich weiß nicht. Guck mal auf dein Handy. Nein, habe ich nicht. Jetzt? No. So. Das Problem hatten wir doch schon letztes Mal, Duanga. Oder ich habe letztes Mal aber da auch musst, mit drei. Auch, weißt du noch? Was auch? Da konntest du das auch nicht. Ja, aber das war, weil die 9 die ganze Zeit da war. Mit 10 ging das. Ich muss vielleicht neben dir. Nein, nein. Und dann musst du... Nein, nein. Nein, nein. Ich muss das mit die andere... Ich muss es mit einem anderen machen. Oder du fragst kurz jemanden, ob wir das machen können. Okay, scheiß drauf. Hörst du, Christmas im Lager wird dir immer Abu Malik immer Sachen machen, die wir nehmen dürfen. Komm mit. Weiß doch. Ich weiß doch, ich weiß doch. Die Schnauzen. Wo denkst du, habe ich die Sachen her, die ich dabei habe? Okay, können wir uns immer umsehen? Mit Lee habe ich das mit Bitcoin gemacht. Kann du Anker die Sachen holen? Hinter der Tür, an der Wand. Natürlich, ich kann alles holen. Oh. Okay, was machen wir gleich? Auf jeden Fall Waffen. Waffen, Rough Riders. Wir haben verdammt viel zu tun. Mal mit, ich gebe dir Waffen. Das geht ja nicht, oder? Warte. Nein, wir gehen nicht. Erst danach. Warte mal. Danach, ja. Ich gebe dir danach. Und Weste, so. Weste. Vor allem, wenn Duanga Auto fährt. Ja, aber Weste gibt es hier nicht. Wir haben nur Medikits. Und die kannst du auch nur nehmen, wenn du dir das, wenn du das machen kannst, ohne dass du die Tasche aufmachst. Dann gib mir PD-Westen oder so. Gut, wir sehen uns nach der Wende. Ja, bis gleich. Wer bist du hier? Hallo? Wer ist das denn? Hallo? Warte zu uns. Ja. Wie findest du GTF gerade? Lustig. Ist cool, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Weniger schießen, mehr Gerede, gefällt mir. Aber warum machst du so mit mir, Abu, ganze Zeit? Halt mal die Fresse, bitte. Auf den Straßen. Red mal jetzt nicht kurz für 5 Sekunden. Er wird das IC verwenden. Ich hoffe, du weißt das. Warum hat er mich gerade angeschossen? So. Ich glaube, er hat dich verraten. Hä? Ich will meine scheiß Aufsätze nehmen. Ach so. Ja? Halt deine Fresse! Du hast bei mir verkackt! Was willst du von mir, John Kacken? Was ist denn jetzt schon wieder los? Alles gut. Wo bist denn du gerade? Hast du Zeit? Warum hab ich Zeit? Na, hast du Zeit? Hab ich. Ich schick dir einen Ort von Stand. Ich hab... Wird Jordan Carsten auch einer von uns? Ich hab dir einen Ort von Stand geschickt, bis gleich. Alles gut. Kannst du bitte... Hör doch zu! Ich hab dir einen Ort von Stand geschickt! Du Anga! Der ist eng mit Bitcoin. Kannst du jemanden schicken, der mich abholt? Das ist ein Sohn. Nein. Ja. Ja, ich hab Job. Ich glaube, für dich ist 50er sogar schlechter, Dunga. Mit normaler Pistole schießt du schneller. Wo kann man hier Waffen rausholen? Alles gut, ich bin reingesprungen von hinten. Natürlich. Hallo, John Carsten. Ne? John Kacken. Ja, hey. Gib ihm schon mal den Job, aber wir machen das RP dafür gleich. Bleibt mal ganz ruhig mit dem Job hier, ganz ehrlich. Stark. Boah, die 50er stark. Hallo? Hey, Sackermann, Dunga, ich hab Fuchs hier im PD. Ja, was will er? Ihm geht's nicht gut, er fühlt sich bedroht von ihnen und fühlt sich sehr schlecht und keine Ahnung, was soll ich ihm sagen? Ich glaube, der hat gelitten ein wenig, er wurde verprügelt, aber ich habe ihn auch verprügelt aufgefunden, glaub ihm einfach kein Wort, was er sagt. Der seitdem er nicht mehr die 01 ist, er unzurechnungsfähig. Okay, also psychisch nicht stabil, ja? Ja, richtig, 100%. Alles klar. Schick ihn zum Medic. Ja. Okay, tschüss. Warte mal, gab's doch keine Waffen? Hier, na klar, kommt mit. Doch, ey, warte. Warte, wir brauchen Waffen. Nein, John. Das ist doch Azkaban. John Kacken, du kommst mit mir mit. Wir reden jetzt erstmal, komm mit. Ich will erstmal was fragen, bitte. Wo bleibt John Kacken? Wo ist John Kacken? Ah, da bist du ja, ich hab dir einen Ort von Stein geschickt. Ja, hier bin ich. Hör mal zu, kurze Frage jetzt. Ja? Hör zu, jetzt so auf den Scheiße. Ich sag dir jetzt eine Sache. Erste Sache ist... Sag die 5 Sachen. Die erste Sache. Ich will in allen Razzien mitmachen, die ihr scheiß Biddy macht. Zweite Sache ist, ich möchte machen, was ich will. Wortwörtlich machen, was ich will. Dritte Sache. Ich möchte immer Streife fahren mit den Biddylern. Die können mir nichts sagen. Nicht mal Isaac Frost. Vierte Sache. Ich will Rang 11 werden. Das ist hundertprozentig. So halte ich die GTF-Einheit. Und ich weiß, was zu tun ist. Fünfte Sache. Ja, die Pediler dürfen mir nichts behaupten. Meine Akte soll gelöscht werden. Ich bin einfach so wie B-SWAT, aber nur als GTF. Du verstehst, oder? Ich verstehe alles, natürlich. Okay, das übertragst du alles rüben. Jetzt schieß los.
Okay. Erstmal, ich akzeptiere alles. Für mich ist kein Problem. Ich habe schon mit Frost geredet. Wir können machen, was wir wollen. Sehr schön, das Wort. Och, warte! Sechste Sache. Wir dürfen auch noch in den Funk reingehen und reden, wie wir wollen. Ja, natürlich. Okay. Okay, tschüss. Jetzt will ich einen Beweis von dir. Ich will, dass du mir die Kacke-Kartell auflieferst. Ach, mach den Fee. Was meinst du? Ich will, dass du gegen Kacke-Kartell auslieferst. Ich will Breitenberg. Okay, warum? Was hat er gemacht? Weil ich das wir sage. Wir können doch erstmal im guten. Nein! Lass uns doch erstmal reden. Komm mit. Ja. Wohin? Hey, wohin? Fahrzeugshop. Ach so, noch eine Sache. Komm her, wo bist du? Hey, Kleiner, wo bist du? Mach die scheiß Teste weg von meinem Kopf, ey. Mein Gott, Alter. Na, Christmas? Du Haufen Scheiße. Ich sag's dir nur, ist mir scheißegal. Was haben wir für Autos? John Kacken. Ja, Fuchs. Hallo. Eine Sekunde bei uns, anstatt telefoniert er mit Fox. Ich hab den dann getunt. Wollen wir den getunt nehmen? Ich tune den hier selber. Wir können den hier selber tun. Ich weiß, aber du kannst das nicht. Mal gucken, ob du richtig tunst. Warte. Neons. Ich weiß, was Sache ist auf jeden Fall. Ich würde mich auch wirklich sehr freuen. Warte ganz kurz, ich bin gerade mit Duanga. Ich will, bleib in der Leitung. Duanga, kann man zwei Jobs arbeiten? Natürlich. Echt jetzt? Wie? Warum? Was willst du schon kacken? Warte, doch, Fox redet gerade mit mir am Telefon. Okay, ich weiß Bescheid. Ja. Nein, alles gut. Leg jetzt auf. Ist besser wirklich für dich. Leg auf. Du weißt. Ciao. Ich fick dich. Wirklich, leg auf. Ciao. So, was ist los? Was erzähl mal jetzt? Ja, Donga will erstmal Autotune jetzt noch. Okay, geil. Denn wie gesagt, schon getuned. Und Ruf. Wir dürfen machen, was wir wollen, ne? Ja, ja, alles, alles. Ruf. Du rufst jetzt Breitenberg an und lockst ihn hier zu einem Ort, wo ich will. Wie jetzt? Warte mal. Ja, so wie ich dir sage. Warte mal ganz kurz. Warum macht das nicht einer von euch? Komisch, warum? Weil wir nicht befreundet sind mit Breitenberg. Weil Breitenberg traut niemand von uns. Du bist der größte Läufer von denen. Was ist los? Nicht mehr, wie, schon lange nicht mehr. Läufer? Natürlich nicht. Haben die Seiten sich gewechselt, ja? Oder? Nein. Ich habe schon seit 3 Monaten Informationen an das BD geliefert. Nur niemand hat es mitbekommen. Du Haufen Scheiße. Was wie glaubst du, Floyd? Wie glaubst du, konnte ich immer meine Kennzeichen überprüfen? Ja, ist jetzt gut. Floyd, was ist mit dir? Was ist denn? Ruf mal Breitenberg an. Und dann? Ah, wir wollen Breitenberg. Sag mal... Nee, wir wollen Christmas. Breitenberg, kannst du ihn bitte anrufen und herlocken? Leute. Ja, aber Breitenberg will mich tot sehen. Keine Ahnung, wieso. Ach so. Das Kennzeichen, dein verdammter Name. Dann rede ich mal mit Breitenberg erstmal im Gut. Und wir gucken, was für ein Problem ist. Ich versuche ihn gerade zu erreichen, aber er geht nicht ran. Hola, Breitenberg. So einfach ist es. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Bist du immer noch der Meinung, dass ich dich verraten habe? Ja, aber wie bist du auf so eine scheiße Idee gekommen? Pass auf, erstmal vor links. Okay, fein. Ja, das ist okay. Wie bitte? Turbo vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? Guck mal, ich wollte Duanga für dich festnehmen. Du sagtest no und Duanga habe ich nie angerufen. Du hast selber gesagt, ich soll ihn nicht anrufen. Ja, wo? Okay. Ist vielleicht ein bisschen abgelegen. Bis gleich. Er will sich treffen. Okay, wo? Irgendwo. Fahr irgendwo hin, ich schicke ihm Standort. Siehst du so einfach, Duanga? Ey, warte, stopp! Zurück zu GTF, ich brauche Waffen, komplettes System. Aber ich habe doch gerade gefragt, wer braucht Ausrüstung. Ey, wir sollten vielleicht nicht wieder so lange brauchen, nicht dass er wieder... Gib Gas zurück, Duanga, nach GTF. Nein. Das ist so schwierig, ne, John? Arsch, Alter. Wo fahren wir hin? Ey, ohne Waffen geht das nicht, ne, ich brauche eine Waffe. Mega. Dann hast du Pech gehabt jetzt, du bist unser Scout. Aber er hat sich auf jeden Fall so angehört, als würde er mir nicht glauben, aber... Und so tun, als würde er mir glauben. Fahr mal irgendwo hier hin oder ja. Also es wird wahrscheinlich eine Falle sein oder sowas, aber ist egal. Er wird wieder 15 Doppelgänger schicken und sagen, das sind meine Doppelgänger. Vertrau mir, Duanga, jedermann zählt, ich brauche Equipment. Schnauß noch. Das, Duanga. Warte, fahr mal hier hin. Fahr mal gleich. Leute, gib mir deine Karabine. Du bist mit der Pistole. Leute, hab ich habe keine Karabine dabei. Ich habe eine Karabine. Ich geb dir einen 50er. Ja, gib ihm auch die Aufsätze, sag die mir, du aufgemacht sag mir deine hast. Nummer. 50. Gib mir noch die Aufsätze, Duanga. Ich brauch keine Pistole. Ich brauch eine richtige Karabiner. Wir dürfen aber keine Karabiner tragen. Ey, ist gerade dein Ernst? Warum dürfen wir keine nichts tragen? John Carsten, halt dein Fressen! Wir tragen nur illegale Waffen, John Carsten. Damit wir nicht wir auflegen als vielleicht GTF. Rein. Krass, eine 50er. Die sieht wirklich krass aus. Fahr los, alles gut. Warte. Ich hab außen ein Auto operiert statt links. Kannst auch im Auto die Aufsätze drauf machen. Der macht mich jetzt schon fertig. Duanga hat ihm die Aufsätze gegeben. Let's go, Anderle. Knall die Schweine ab. Runter auf die Knie! Fahr los, war nur ein Test. Und es geht los zu einem! Rechts. Also wir sind aber auch die Polizei, richtig? Oder Nein. Sehe ich es anders? Okay. Ach so. Wir haben nichts mit Streifen zu tun, alles gar nichts. Also hier? Hä? Ja, so wie ich dir sage. Warte mal, für was sind wir? Wir sind verdeckte Ermittler und werden auf keinen Fall jemals sagen, dass wir verdeckte Ermittler sind.
Willst du mich jetzt verarschen? Warte, habe ich einen Dienstausweis? Natürlich nicht. Und wenn du festgenommen wirst, wirst du auch festgenommen. Gehst dann Knast, dann gehst dann Hubs. Ich verarsch mich gerade. Nein, das ist der Treffpunkt. Ich schicke dir Standort. Du gehst Routen pushen mit Leuten, damit die dir Vertrauen machst, wenn du im Auto sitzt, mal ein Foto, wie die eine Waffe in der Hand hast. So, alle anderen raus, ich gehe in den Kofferraum. Warte doch mal ganz kurz. Wie soll die Polizei wissen, wer ich bin? Ja, wissen die nicht. Gar nicht. Du gehst mit den Hubs, deine Akten kannst du danach. Keiner soll wissen, dass du von GTA bist. Einmal weg hier. Sauber machen. Ich glaube, du verarschst mich. Ich glaube, wenn wir gleichzeitig reingehen, können wir zusammen. Hey John, spiel jetzt ja mit, wenn jetzt Brecht mehr kommt. Wo ist denn die scheiß Kofferraum hier? Bitte sag nicht, du hast keinen Kofferraum. Also danke, wieder schlau. Okay, warte, ich habe eine Idee. Warte mal, ich mach das jetzt. Er ist runtergefallen. Leute, steig jetzt ein, dass ich mich hinten reinsetzen kann. Scheiße. Leg dich im Auto hin. Steig hinten ein. Nein, hinten. John, steig mal vorne ein. Beeil dich, bevor er kommt. Genau, und jetzt leg dich hin. Ey, das ist richtig bodenlos, was du machst. Geht doch nicht mal. Geht doch, er kann sich hinlegen. Geht nicht. Doch. Mich sieht man nicht, mich sieht man nicht. Ihn sieht man immer noch. Perfekt. Und mich? Immer noch. Ja, du musst dich auch hinlegen. Wie wollen wir dich denn hinlegen? So wie ich. Einfach seitlich hinlegen. Seitlich hinlegen oder so. Guck mal, bei mir sieht man gar nichts. Los. Und nimmt die Waffen weg. Nicht, dass er denkt, wir wollen ihn angreifen oder so. Das wird ein Attentat, ihr wisst ja. Man sieht dich. Bei mir sieht man gar nichts. Doch, man sieht ihn von der Seite. Jetzt. Sehr schön. Aber dein Hosenfreund weiß, das ist ein bisschen auffällig. Nein, das checkt er nicht. Wir stellen uns einfach hier so davor. Aber jetzt sind die Scheiben kaputt. Leute, irgendeine Scheibe kaputt gemacht. Nein, die Scheiben sind nicht draußen kaputt. Alles gut. Doch, sind sie. Die rechten schon beide. Nur links nicht. Ja, dann steck einen repariert, Leute. Ich hab kein Repair-Kit. Hat einer von euch? Hey, Joe, alles gut? Dunga, hast du ein Repair-Kit? Ich hab keine Zeit, Joe. Sag mir Nummer. 42. Leute, ich geb dir das. 42. Okay, warte, ich repariere. Ja, ich weiß, man sieht dich. Schick ihm schon mal einen Standort, der braucht. Hab ich. Wisst ihr, was ich noch nie in meiner Hand hatte? Ist mir egal. Ein Sniper. Wirklich? Ich schon. Warte, ich stell mich hier hin. Bist du vegan? Du, Anga? Ja? Hast du es mit Rechte vorlesen und so? Brauchen wir nicht. Breitmeck ruft mich an. Steck ein, bevor ich. Kannst du noch einmal die Rechte vorlesen? Er ist da unten links. Du, Anga. Er ist da, Dunga, direkt. Er fährt da doch. Scheiße. Leute, steig mal kurz ein. John ist hier mit mir. Leute, steig mal kurz ein! Nein, steig du ein. John Carsten. Geh jetzt rein, schnell! Leute! Ja, was sollen sie sonst machen? Ich hab Fahrrad, sonst niemanden mehr. Wie er geschrien hat. Steig ein oder ich knall dich ab jetzt. Nein, darum geht das doch gar nicht. Wieso, was ist mit denen? Magst du die nicht? Wie? Ach wen? So, jetzt weiß Weidenbeck automatisch. Okay, das wusste ich nicht. Adios. Ja, er weiß, dass irgendwie Lee Christmas hier ist und John Carsten hier ist. Was habe ich damit zu tun? Und wie hat der mich gesehen? Keine Ahnung, er weiß, dass du hier bist. Ja, das ist Schwachsinn. Ich bin nicht einmal ausgestiegen. Wir wurden gelinkt. Ja, das ist da kommt ein Auto! Das bitte Auto. Die haben uns gesehen. Ey, wie schießt auf die? Nein. Was ist die Ohrschläger? Wo ist der Tuanga, ha? Wow. Alle ganz ruhig, wo ist der Tuanga, ha? Wir haben keinen Tuanga hier. Hier existiert keiner. Tuanga. Wir sind zu zweit, alles gut, Herr. Wie heißen Sie denn? Erst, ich geht sie gar nichts an, schießt sich ans Auto. Alles gut, du bleibst doch mal ganz ruhig. Ich Breitenberg hier holen. Mach die ganz Pfoten runter hier. So, wir haben hier Alarm bekommen. Wo ist der Tuanga? Größter Schwachsinn. Komm einmal zu zweit. Da wurde ein Geiger genommen von Breitenberg. Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, nicht mal Ihre Maske, wie reden Sie denn mit uns? Ziehen Sie mir die Maske bitte runter. Aber damit. Auf jeden Fall solltet ihr uns festnehmen, weil Breitenberg irgendwo hier zuschaut. Okay, hört zu, ich bin im Auto, alles gut. Macht weiter, nimmt die beiden fest. Okay. Und fahrt weg. Tuanga ist im Auto, drehen Sie sich um. Ach so, ich dachte, der ist in meinem Kopf. Nein, der ist da. Lass uns rein. Tut so, als ob ihr die festnimmt und nimmt die weg. Wie, also haben Sie nichts gemacht, oder was? Nein. Erst Bäcker, nimm's mit dem fest. Ja. Das ist ein Befehl. Bäcker. Spaß, Bäcker. Mein Bester. Müssen wir improvisieren. So, mein Lieber. Mal gucken, was jetzt passiert, Dunga. Wenn Breitenberg nicht hier irgendwo ist und uns zuguckt, weiß ich auch nicht. Das kann gut sein, ja. Herr Dunga, warum werde ich jetzt festgenommen? Nein. Einfach so, dass ein Fuckfestnahme. Lass den MPD wieder raus, nimm den nichts ab. Nimm den nichts ab, lass den MPD wieder raus. Ah, das löschen. Haben Sie nichts an? Nein. Alter, was passiert hier? Das ist ekelhaft. Oh mein Gott. Hier ist wo sind Breitenberg und beobachten uns. Ich wusste, sie sind exotisch, aber so exotisch. Machen das ja auffällig. Scheiße, Digga. Was machen die noch hier? Guck mal, da oben hinten auf dem Berg, da ist noch ein PD-Auto. Wo? Hinter uns, weit weg. Ich sehe.
Das hat er gerade kurz angehalten, warum auch immer. Hallo, hallo, hallo. Und jetzt? Irgendwo ist Breitenberg hier und beobachtet uns. Sind die Fenster hier kaputt? Nein, nur das eine linke ist offen, aber man sieht dich nicht. Duang, da hol mich da raus. Verpiss dich. Lass den am PD frei. Nimm dir nichts ab. Was jetzt? Weiß nicht. Lass uns noch kurz warten, vielleicht werden wir noch beobachtet. Ich habe eine Idee. Auch wenn er uns jetzt gesehen hat, scheiß drauf. Okay. Warum bleibst du stehen? Was willst du bei Vendetta? Ich muss was überlegen. Das ist nicht Breitenbergs Limo? Breitenberg ist jetzt drin, ne? Ja, okay, das war er. Soll ich schießen? Nee, ne? Nein. Okay. Ich glaub, ja. Die wollen aber schießen. Frost, Breitenberg verfolgt uns. Breitenberg verfolgt uns. Sag SG, sag Fahrer. SG. Komm ins 9332. 9332. 9328. 9328. 9324. Er ist hier, er ist hier. Er verfolgt uns, Frost, er fährt uns hinterher, ich lock ihn. Sag 9324, bleib hier. Sag, wenn ich schießen soll, ne? Bleib am Telefon. Hallo. Ich lock ihn zum PD, ich lock ihn zum PD. Ja, PD wird da nicht hingehen. Du musst sagen, Bob, ich weiß nicht. Enzo, wo bist du? Hallo. Hallo. Ich brauche euch jetzt alle! PD, geh ins PD. Sag, wenn ich schießen soll, ne? Sag. Wir sind genau hier, schwarze Limousine! Guten Tag, kann auch mit mir sprechen. Das ist ein komischer, Digga. Kann auch mit mir sprechen, mein Freund. Schieß direkt, wenn du sagst, ne, Daniel? Schnell, wir sind bei der Brücke! Ich komme! Wir sind beim PD! Ich komme! Er fährt weg jetzt. Ich fahr den hinterher, die fahren gerade an der Staatsbank vorbei! Soll ich auf Reifen schießen? Warum fährst du ihn? Ich dachte, die verfolgen. Die haben mich auch verfolgt, aber jetzt verfolge ich die, weil die mich toten machen wollten. Die fahren hier rechts um diese beiden Tankstelle, die sind bei Tankstelle bei PD. Diese fahren rechts Richtung PD wieder. Der fährt bestimmt. Nein, der hat mich gerammt die ganze Zeit. Wieder vor Staatsbank. Fahr nicht dahin. Fährt Kreise um Staatsbank. Er verfolgt mich wieder. Er verfolgt mich, er rammt mich. Richtung Kaldianwesen. Ich fahr gerade hoch Richtung Berg. Kaldianwesen. Nein, fahr nicht da nach oben. Ja, wo soll ich hinfahren? Er verfolgt mich. Die schießen auf mich. Die schießen auf mich. Komm, PD. Er ist links gefahren, ne? Er ist nicht hoch. Hier lang, er ist links rum. Er ist rammt mich, dieser Opfer, und jetzt auf einmal haut er von mir ab. Das ist er. Oder? Wo? Ist jetzt ein Limousin? Ne, ist ein Camper. Hier ist OGs, ne? Oder? Hier. Fahr und funk durch. 1199 Frost, OGs. Frost! 1199 ja. OG anwesend. Breitenberg ist bei den OGs und ich bin hier gefangen. Sag 1199. Ich komme hier nicht raus, ich bin OG auf anwesend. Die sind bei OG anwesend. Sag 1199. Holt mich hier raus, bitte, oben bei Observatorium. Die schießen uns gleich einfach um, ne? Hallo? Jo, alles klar? Wer sind Sie? Ich bin Freund von Sergen, ist er da gerade? Nein. Oh shit, man. Hey du, warum bist du nicht angehört? Der war eben gerade auf dem Berg mit Frost und Co. mit dem Pedilern. Bitte was? Wo John Carsten und Christmas festgenommen wurden. Jo, alles klar. Ich bin hier bei den OGs, sag dich doch. Ich warte auf Sergen und dann komme ich wieder. Ciao, ciao. Okay, dann. Komm, meine Herrschaften. Dalis, kommt mit rein. Jo. Das ist einer von Frost-Leuten. Bitte was? Wie heißen Sie? Sprung in der Schüssel. Hallo, geht's Ihnen gut? Ja, mein Freund, wie geht's dir? Ich bin Duanga Gelinger, Fufuna und einer aus S. Ach so, yeah. Suchst du Zuflucht? Ja, vor den Gallis? Nein, vor der Polizei, die wollen mich tot machen. Ach so. Kann ich eure Hilfe? Ja, bist du nicht selber Polizei? Nicht mehr, leider. Sicher, kann man dich vertrauen? Ja, natürlich. Na klar, Kollege. Wie heißt dein Name? Amir. Ah, kann ich dein Freund sein? Kannst du mal Maske abziehen? Natürlich. Auf jeden Fall können wir Freunde sein, ne? Okay, hör mir zu. Breitenberg hat heute euch an die Polizei verraten. Ich war bis vor kurzem Polizei, aber jetzt bin ich auf der Flucht. Echt jetzt? Ja, 100%. Er hat auch die Polizei hierher gelockt. Er hat Dispatches geschickt. Bevor er reingegangen ist, hat er gesagt, schickt jetzt die Dispatches an die Polizei. Brauche eine Wallah-Garantie. Was? Ja, guck dich mal um. Geh mal auf Parkplatz. Schau mal, ob der Polizei ist oder nicht. Schau, ich warte hier. Komm mit, wenn schon. Ich warte hier. Okay, bleib hier. Bleib da, wo du bist. Genau da, wo du bist. Ich setz mich hin. Ich komm da nicht weg! Leute, hol mich ab, schnell! Wir sind beim grünen Auto. Kommt runter, ich laufe gerade einen Berg runter. Fahr runter, John. Ja, unten, irgendwo unten, keine Ahnung. Ich bin bei, in Richtung Aussicht. In Richtung Aussicht. Ich bin bei so einer Kreuzung. Hier links, wurdest du verfolgt? Ich schick dir einen Ausfallstand schnell. Okay. Ja? Ich bin geflüchtet, alles gut, ich bin abgeholt worden. Ich stehe vorm Amt, ich habe mitnehmen können. Ja, ich bin. Ich hatte Angst, ich musste sofort flüchten. Fahr weg. Ich hatte Angst, jetzt muss ich. Also können wir wieder gehen. Okay. Oh mein Gott! Danke, ja, ich konnte gehen. Tschüss, ich küsse dein Herz. Wir haben Beweisfotos.
Oh mein Gott, was für Fotos ich gemacht habe, Dorn, gekommen bin ich? Haben die gute Beweisfotos? Ja, Isaac arbeitet mit OGs zusammen. Ach du Wer? Scheiße! Isaac. Was? Weg vom Wir haben Fotos. Fenster. Das sag ich dir, mein lieber Hase. Weg und dieser, vom und dieser, und dieser komische Schweizer ebenfalls. Ich hab Breitenbeck umgeschossen und bin abgehauen. Breitenbeck? Direkt in den Kopf. Ich hab ihm gesagt, er hat meine Sachen genommen, das war ein persönliches Problem. Ja, hallo? Hallo? Lee! Kannst du mich da doch nicht einfach allein im Auto lassen? Scheiß drauf. Du kommst ja schon weg. Opa. Was ist das denn, Breitenbeck? Hast du Breitenbeck erledigt? Natürlich, wer sonst? Was haben die gesagt? Frost und ich weiß nicht, die haben sich gewundert, wer das war. Bist du ein Frost und Ivan schwitzen. Ach du Scheiße. Ne, ich weiß. Okay, hörst du? Priorität weg jetzt. Kaki-Kartell interessiert mich nicht, ich hab mein Rechner bekommen. Wir müssen jetzt mit GmbH unbedingt GmbH unter die Lupe nehmen. Und Mob, MOB. Ach ja, stimmt, Rommel und Steinmensch. Wir müssen OGs fick machen. Ich hab nichts gegen OGs, aber ich wollte dich nur an deine eigenen Worte okay. Ne? Ist ja nicht schon, dass ich OGs genug geschadet hab. Wo treffen wir uns? XMO, es geht los. Ich weiß gar nichts. Ich muss gucken. Zum Hauptquartier, bis gleich. Bis gleich. Schon wie Perk jetzt raus, wartet. Nein, hast du ein anderes Auto? Bitte fahr richtig, John. Du hast mich auseinandergenommen. Ich fahr. Ich mach repariert. Ich hab noch über 500 Waffenteile, so eine schwere. Sehr, sehr gut. Rommel und Steinmensch. Wir könnten das doch einfach in irgendein Auto von den OGs reintun. Das stimmt. Oh, was ist denn los hier? Los, Alter. Ja, warum? Fick dich. Warum habt ihr uns abgeknallt? Fick dich. Fick dich und dein Hund. Wer hat Breitenbeck abgeknallt? Wer hat Breitenbeck? Fick dich und dein Hund, Alter. Ich sag dir, wer das war. Wer? Das ist einer. Ich sag dir ganz genau, ganz in Ruhe, Mugli, wie du mich hochgeholt hast. Das war keiner von uns. Keine Angst, ich sag dir ganz genau, wer das war. Und ich sag dir auch, wo er ist. Ja, wer war das denn? Welcher bist du? Bist du der hier? Ich bin hier, Mugli, hier. Hier, Mugli, aua. Ja, aber wer war das denn, Carsten? Wo ist der hin? In meiner Hand. Ich höre den nicht. Ich kenn ihn alle. Wer denn? Sag doch. Ich sag euch eine Sache. Einmal werde ich um 12, 13 Uhr schon online gehen, ohne Streamchat, mach Vorarbeit mit Duanga, geh zu Familien, oh mein Gott, Digga, oh mein Gott, was das werden wird. Und dann komme ich Live-Chat und dann spielen wir den Rest aus. Ich werde mir diese Mühe extra einmal machen, weil es wissen wieder schon zu viele, was abgeht und so. Klar, GTF, irgendwann kommt immer alles raus, ist auch scheißegal, wir können auch ruhig wissen, GTF gibt. Das Wichtige ist, dass niemand weiß, was in der GTF abgeht oder wer immer da, ja, ihr wisst ja, was ich meine, wegen Maskieren und so. Wer bist du denn, Junge? Das ist er nicht! Ja. Deine Nummer? 194. Baby, gib deine Nummer. Ja, Mogli, was machen wir jetzt mit denen? Mogli? Wer ist es überhaupt? Mogli. Hast du Medic gerufen? Nein, Mogli. Du weißt, du hast noch Herz. Habt ihr Medic gerufen? Carsten, nee, jetzt. Ich schlachte deinen Hund. Nein. Junge, lass mal seinen Hund in den Wie heißt dein Hund? Hast du ein Claim oder was, Junge? Nein, der Gatti ist nicht. Wichser. Ey, ihr könnt in diese Garage da reingehen, ne? Lass mal reingehen. Ich krieg Chopper den Bumskaul. Wo rein? Ich krieg deinen Hund, Carsten. Packst du den Lackierer, ey. Ach, von uns drei? Ey, John Carsten meint, er kennt die zwei, nicht in sein Auto drin waren, ne? Ja, das ist ja crazy. Ja, keine Kacke, Lava. Ich bin enttäuscht von dir, Mugli. Ich dachte, du hast Herz für mich. Dein Prime ist vorbei, John Carsten. Du willst noch sehen. Deine Prime ist vorbei. Du hast einen Schaden, ne? Warte, John Wick 4 kommt raus. Und ich werde dich alle holen. Euch alle. Was gibt's hier zu lachen, Junge? Was hat John Wick damit zu tun, Alter? Ich bin es. Los. Du Scheiße, so. Ihr Kali-Schweine, ihr Damit alle weinen, aber was ich fühle ich. Ich war euer Zivilist. Dein Hund ist ein Schwein. Dein Hund ist ein Schwein, der soll sich ficken gehen. Mein Rottweiler wird dich abbeißen wie ein kleines Dein Rottweiler kann sich ficken gehen. Das hast du noch nie. Wegen dem Rottweiler habe ich 300k Sanktionen gezahlt. Ja. Du bist selber ein Hund. Aha. Warte, bis der Hund an dir, an deine Eier schnüffelt. Dein Hund kann meine Eier lecken. Der wird die abreißen so schnell, du kannst das sehen. Du bist ein toter Mann. Ja, du bist Hola. Ein toter Mann. Da. Dann fangen wir mal mit denen hier bitte an, mit denen komplett. Einen Moment. Mit dem Boden? Nein, schreib ihn zur Seite hier. Okay, alles klar. Ja. Den ich getragen habe, zur Seite, der hier. Achso, der. Ja, ich hasse es nicht. Mediziner, sagen Sie 1199, ich bin Officer Duanga Kalinga Fufuna und einer OSS. Nee, mach mal. Sagen Sie der Polizei so Bescheid. Mach mal, soll die mal kommen hier. Ich bin Major Duanga. Da labert soll die mal kommen. Soll ich als nächstes den hier? Ja, den. Major Duanga bin ich! Lass sie mal alle antanzen hier. Boah, der hat sogar eine Pistole dabei. Rippet, take.
So. Mich fässt niemand hier an! Das weißt du ganz genau! Ich fass dich jetzt so geil an. Ich bin Bitcoin-Sohn! Mach die Pfoten weg! Ich bin auch Bitcoin-Sohn. Komm her, Chapo, fass sie! Fass ihn, Chapo! Soll ich sagen, was ich da hinmache? Kann sich ficken gehen! Nicht den abknallen, du Schwein! Er steht doch wieder eins, guck mal! Boah, der hat den 50er dabei! Boah! Du darfst mir die 50er nicht abnehmen! Ja! Warum sollte ich nicht, hier hab ich. Was? Für 50er nicht abnehmen, was dein Kleben? Ist da noch jemand oder was? Was erstmal? Das war's. Nein, komm. Ich hol den 60! Warte, Ding, der mit der Cap steckt bei mir ein. Wir haufen Scheiße hier. Ein mit, komm her, Kollegen. Ja, pass auf, jetzt Seite! Steck ein, mit Cap steck ein. Ja, bevor der ruft, das PD ruft. Oder einsteigen, hier, rote Maske, steig ein, schwach dir die Ziele. John Carsten, wohin mit John Carsten aber? Ja. Rote Maske, steig bei mir ein, steig das Braune. Hier, einsteigen. Komm, einsteigen hier, Kollege. Ich? Ja, einsteigen. Oh, und John Carsten versucht. Oh, mit John Carsten. Hey, Moment! Komm hier, wenn du selbst bist, John Carsten. Ich bring dich um, John Carsten. Okay. Warte, ist denn dem noch Platz? Weißt du, was das Süße ist? Ich hatte die ganze GPS ein bisschen. Was fesseln an, du Idiot? Bevor ich die Fesseln hatte, du Stück Scheiße, du. Ja, egal. Ja, egal. Sollen die mal hier reinkommen, stütze dich. Ja, lapp genommen. Natürlich. Was ist für euch drin? Komm, steig aus. Breitenberg wollen Sie denn haben? Breitenberg hat Angst vor mir, er wird nicht kommen. Ey, geh zu dem, Sully. Oh, werdet ihr angeschossen? Alles gut, die Hälfte liegt schon von euch. Natürlich. Deine Karabiner nehme ich dir weg, ne, bevor du mich gleich noch. Teile kann ich auch gut gebrauchen. Fallschirm brauchst du auch nicht mehr. Oh, Reparaturkasse, davon haben wir wenige. Will ich kein Geld? Ah, nee, das nicht. Hey, so. Die musst du mir wiedergeben, du Arschloch. Hab ich dir wiedergegeben. Okay, nimm mir meine Maske runter. Ich will dir in deinen Fresser gucken. Ja. Okay. Und jetzt nehme ich meine Fesseln ab. Ey, Wopi die? Ja, Wopi die. Bei uns? Bei uns war so, nein, die finden mich. Ich hab GPS, du Vollidiot. Ey, wir machen Geiselaustausch, sag dir das. Die bei mir, Bruder, wo du mich gerade. Hilfe, Polizei, ich so, bin hier so unten drinne! Hä? Guck mal, Breitenberg, so lange zu. Ey, ich glaub, die stürmen mich jetzt. Ey, Jungs, bitte. Ich will Ihnen das nur gesagt haben. Ihre Gäste wurden gerade von einem PD-Ler von ihrem Anwesen umgeschossen. Ich versuche Charlie zu erreichen. Ja. Ich versuche ihn zu wecken. Ich klingle mehrmals durch und dann versuche ich, dass wir uns. Ja, gegen so Einsatzschuhe treffen, zu dritt. Was halten Sie davon? Wir können auch die Familie mitnehmen. Die Familien sollen durch. Nein, spiegellos. Mach keine Fitner hier, mein Bro. Ich wollte nicht wegrennen. Kanonsfamilie. Wir müssen auch langfristig denken. Hör zu. Ist doch okay. Er hätte mich umschießen können, er hätte mich weiter als Geisel benutzen können. Ist doch beides richtig. Was ist denn das scheiß Problem jetzt? Das geht doch immer so hin und her, die ganze Zeit. Wissen wir doch alle, oder? Ja, das stimmt. Was halten Sie mit Vendetta eigentlich? Vendetta können wir dazuziehen, Kafkas können wir dazuziehen, Rough Riders können wir dazuziehen, alle Familien. Ja. Mir ist das scheißegal. Es geht nur darum, wir stecken in einem Teufelskreislauf fest. Und das wissen Sie selber. Und wir sehen einen PD-01, der im höchsten Maßen korrupt. Okay, sehr gut. Ich glaube, Vendetta hat gute Schützen. Die hätten wir auch. Ja, Rosalie, wir wollten noch weg. Wir haben ihn umgeschossen und dann wollten wir weg. Wollten andere Familien machen. Dann wurden wir ja wieder gejagt. Das ist so ein Dings. Leute, ja, genau. Was mit Leute? Das ist ein Kreislauf. Dann ist es schwierig, von den beiden Seiten aufzuhören. Die haben mich wieder nicht erwischt. Das ist so heftig, dass er immer alles hinkommt. Also, bis jetzt weiß keiner IC, dass ich mit GTF bin. Auch wenn sie es vermuten, die wissen es nicht. Ey, Gott sei Dank ist da John Carsten hinterhergelaufen. Jetzt brauche ich aber irgendjemanden, der mich. Was ist aber mit John Carsten? Was wollen die mit ihm? Entfesselt. Deswegen sage ich ja, und Breitenberg musste davor damit rechnen, wenn er meine Sachen abnimmt, dass er sich damit Duanga angelegt hat. Deswegen sage ich, Bruder, das ist ein Kreis. Und schwierig, dass das dann endet. Ja, Arschlucke, lass mich los! Nummer 1, schreien wir nicht die ganze Zeit. Du auf Boden, sei leise ganz kurz! Duanga, gib mal PD für ein PD-Nummer. Schreien wir nicht die ganze Zeit. Wir machen Geiselaustausch. Ich hab kein PD-Nummer. Aber Momo, du musst mich jetzt eins verstehen. Ich muss hier raus. Warum habt ihr denn John Carsten gepackt? Das verstehe ich nicht! Er sagt, Breitenbergs Mörder war angeblich in meinem Auto. Der war mit denen. Junge, hier liegt er doch. Ist er das gewesen? Da war dein Auto drin. Da kennst du ja nicht schon. Was mir. Ey, stopp. Ich wusste auch gar nichts. John Kacken arbeitet mit mir zusammen. Er hat wirklich damit nichts zu tun, der auf dem Boden. Momo, vertrau mir doch. Mit John Carsten, hör mal zu. Womit habe ich nichts zu tun? Ich habe keine Information, Bruder. Du hast nichts getan, genau mein. Hier. Ich bitte dich nur darum, ein bisschen ruhiger zu sein, weil du schreist die ganze Zeit. Okay, nur als Hilfe. Falls das nicht passt, kannst du später, wenn Bitcoin kommt, kannst du ihnen das erklären. Gut. Aber solange bist du hier, sitzt schön in seine Fresse. Wo ist Breitenberg? geil. Korrekt. Hör mal zu, du auf ein Stück Scheiße. Nicht du. Lauf bitte weiter.
alles gut. Du machst mir Angst, Bro. Dein Outfit sieht krass aus. Ey, was wollt ihr von mir? Warum habt ihr mich angehalten? Dich kenne ich irgendwoher. Was habt ihr jetzt mit mir vor? Ganz ruhig, dieser Ort macht mir Angst, Jungs. Bitte, ich will hier raus. Bitte. Mehr nicht. Auflegen, ich kann den... Okay, Jungs. Ey, Jungs. Ja. Jungs. Call von Breiten, der knallt beide ab und lass sie aus. Okay, scheiß drauf, oder Breiten? Ihr sollt die mitnehmen, ihr sollt die mitnehmen. Dann gehen wir nicht mehr zu denen, scheiß drauf, aber. Kali, Kartell, es ist Mr. Bitcoin. Lauf schnell, wenn er hinter dir hält.